Einfach wieder was gelernt heute, Chat. Wundervoll, oder? Minou kann euch nicht retten. Ihr gehört zu Mia. Mia! Mia, ganz allein! Und damit herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Stream Clips Germany React auf diesem Kanal. 277 Folgen haben wir schon, also das ist jetzt die 277. Und auf die reacten wir heute und haben Spaß und haben eine tolle Zeit und oh, voll geil. Und ich würde sagen, let's go. Seid ihr bereit für die nächste Folge von Stream Clips Germany? Wenn ihr denkt, ihr habt schon alles gesehen, dann wartet ab. Hier gibt's die cringiest Twitch-Momente, die ihr euch vorstellen könnt. Wer braucht schon gute Unterhaltung, wenn man den ganzen Tag Leute dabei beobachten kann, wie sie sich selbst zum Deppen machen? Ich muss jetzt sagen, es ist actually ein bisschen true, aber who am I, ne? Also, weiß ich nicht so genau. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt, Chat. Das habe ich nie gesagt. Naja, let's go. Bringt das was? Nee. Doch. Ah, nein! Nein! Ja, never mind. Jetzt bin ich in der Todeswanne. Nein! Wie komme ich denn hier raus? Oh, warte, ich habe eine Idee. Oh, oh. Geht das? Wo ist denn der Lebensbalken? Jetzt hat mich die Fee geheilt. Perfekt. Au! Nein! Du Kleiner. Warum bewegt er sich denn nicht? Boah. Ich hätte es kommen sehen müssen. Erstmal voll regen, dann wieder hoch. Oh oh. Oh, nö, 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 nö. Ja, das ist jetzt sehr doof. Das ist jetzt. Chat, willkommen zum Fiebertraum von Minecraft. Oh, ich will wieder Minecraft spielen. Ich muss mir Minecraft kaufen. Gibt's Minecraft auf Steam? Oh Herr! Deine Downloadkraft durchdringt meinen PC und auch den meinen Körper. Oh, na, na, na. Das war ein guter Tipp mit der Download-Cache. Das hat geholfen. Das sind wieder richtig normale Zahlen zu sehen. Es rutscht ab, aber selbst wenn es abrutscht, sind es immer noch 9,2, 7,6 MB, 6,3, 5,3, 4,4, 3,8. Ich sehe meine Laune, wenn ich morgens daran denke, dass ich Chat sehen muss. Internet weg in 3, 2, 1. Ich weiß es nicht, wir gucken nach. Stimmt. Es wird nicht. Wow. Okay. Hase, Mutter. Ah, ein Bild für die Götter. Ich glaube, also wenn wir nicht sterben, haben wir es geschafft. Weil hier kriege ich jetzt nochmal 9 Münzen und auf dem Weg zum Iglu sind auch nochmal welche. Dann haben wir es. Ich bin jetzt mal komplett ehrlich mit euch. Ich könnte diese Spiele nicht spielen, weil die echt hässlich aussehen, Alter. Bye, see you, have a great time. So, was ist da kommt? Das sieht actually auch sehr vertrauenswürdig aus, was er da schon wieder spielt, ey. Baby Blues Nightmares Toddler Horror Game. Was zur Fick? Kleines Baby zu dir und malt. Und hat ein Bier, er hat eine Flasche Bier wieder weggekickt. Ah! Ah! Es tut mir leid, aber es sieht aus wie riesige Steindildos. Ist Expertin für Geomorph. Ist das wirklich riesige Steindildos? Hat sie nicht gesagt? Nein, das habe ich niemals gesagt. Das habe ich nie gesagt, Chat. Nein, nein. Ey, wer hat das denn da irgendwann hingestellt und hat sich gedacht, dass das eine gute Idee ist, Alter? Also, ey, komm. Morphologie. Ich sehe nur Steintildos, es tut mir so leid, es ist so beeindruckend, aber ich... Ja, ey, wo Pilzzensur? Entschuldigung? Wo Pilzzensur? Meine Pilze fühlen sich gemobbt jetzt gerade. Dann werde ich wieder richtig abgestochen von hinten. Hey, nein! Verdammte Scheiße! Nee, ich hasse dieses fucking Spiel! Oh mein Gott!
bist ein Süßfratz, Nitem. Nein, du. No, you. No, you. Nein, du. Halt die Fresse, du bist jetzt süßer als ich. Nein, du bist süßer. Du hast viel süßer als du. Du bist viel süßer, Mann. Schau dich Nein, mal du an bist hier. Viel süßer. Guck mal an, wie du so aussiehst, du pausbäckiges ja, Ungetüm. Kneif und sagen so, oh, ja, Mann, bist du groß geworden. So ich will einfach nur deinen Schwanz lutschen, so süß bist ja, du. Ja, Mann, Alter, ich brauche neue Knieschoner, wenn ich dich mal treffe. Also wir hatten uns ja... Ja, also, ja. Okay. Ja. Chat braucht auch neue Knieschoner für die Polaris, damit ihr mich alle anbeten könnt auf Knien. Ach, liebe nur unter Männern. Da lebt euch doch! Hm. Oh nein. Das ist das eskaliert. Ja, das stimmt schon. Mavic ist so. Ich habe ja jetzt diese 5 Minuten Ende nochmal angeguckt, weil ich mir das halt nochmal angeguckt habe. Clippy? Clippy, Brother, dein Ernst? Wo Zitat? Na, Messi. Ich habe zu viel Musik im Kopf, es tut mir leid. Ja. Oh, das ist furchtbar. Das hat Creepy letztens gespielt, dieses Spiel. Das sah schon wieder aus wie furchtbar. Ich bin auch immer noch am Überlegen, worum es da ging, weil ich habe irgendwie immer nur so Ausschnitte gesehen von, keine Ahnung, einer halben Stunde. Und dann das letzte Mal hat er geragequittet? Nee, er hat es schon zu Ende gespielt, aber hat er dann keinen Bock mehr, es nochmal zu spielen. Aber verstehe ich nicht. Kapier ich nicht. Spukt so, keine Ahnung. Irgendwie komisch. Wir haben auch irgendwie gar keine Pflanzenfresser. Naja. Warum machen wir dann überhaupt Fleisch? Aber guck mal bitte durchs Fenster. Guck mal, das dahinter ist ein Klo. Was für ein... Wo seht ihr denn hier ein Fenster? Oh, jetzt kommt einfach rein. Ja, ich guck bei dem Stream, er hat einfach eine Wand und die können dann drin verschwinden. Es gibt auch einfach... Also das Chat, das ist der Weg nach Hogwarts. Chat Hogwarts, Gleis 9¾, ihr wisst. Brennt das heiße Wasser, das warme Wasser brennt so am Arsch. Was ist denn da los? Ich sehe. Ja, das Ding ist, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr sagt irgendwann Leuten Bescheid, wo ihr viel Zeit in eurem Leben verbringt, so auf Twitch. Und dann gebt ihr denen einfach mal den Link. So, und dann gucken die durch Zufall einfach nur so durch ein paar Accounts durch und sehen halt so, oh, dann gucken wir mal, was Twitch ist. Ist nass, creepy, Pasta Punch. Och Mann. Oh mein Gott, was? Nacktheit an. Okay, dann schalten wir mal weiter. Milchbaum, das klingt gesund. Ja, dann, was klingt denn normal? Asche. Ja, damit kannst du ja nichts verkehrt machen. Das geht mit dem Model nicht so gut, aber das Model wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen in den Oktober begleiten, keine Sorge. Face Reveal Halloween? Ha, lustig, weil ich so hässlich bin. Nein, der Gott ist aber Reveal, weil ja. Ja, oh, ihr seid so lustig. Ich glaube, eure Familie wird euch freiwillig die Therapie bezahlen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid nicht nur Leute, die Twitch entdeckt haben, sondern ihr habt es tatsächlich auch geschafft, auf dieser Plattform zu streamen. Was meint ihr, was alles kaputt gegangen ist in der Zwischenzeit da oben?
Also just saying. Aber weil, wisst ihr was? Meine Familie liebt mich so wenig, dass ich keine Therapie bezahlt bekomme. Grüße gehen raus. Dante, musst du zu deinen Eltern gehen. Ich bin nicht deine Mami. Wo nichts ist, kann ich's kaputt. Boah, frech! Was ist da oben kaputt, dass du hier streamst? Ja, ja, ja. Lieber Kevin, komm, haben wir nur einen Wunsch raus. Was darf ich dir singen? Vielen, vielen Dank. Danke. Abonniert ihr Priegel. Tschüss. Bibi. Danke, danke. Ich kann einen Igel vorbeigelaufen. Dani, da ist gerade ein richtig fetter Igel vorbeigelaufen. Könntet ihr mich vielleicht auch aufheben, oder? Ja, danke. Du weißt, ich bin ja das unwichtigste Teil vom Team, aber ich würde trotzdem gerne mitkommen. Ja, siehst du jetzt erst im Video. Sie lassen mich einfach liegen. Ich kann nicht mehr. Was machst du? Wisst ihr, ich war zwar echt scheiße in dem Game. Ich war wirklich scheiße in dem Game. Aber zumindest hat man mich eingesammelt. Immer. Schon, komm. Was ist passiert? Keine Ahnung. Und besser. Nur Joke, nur Unterhemden. Warte mal, was? Unterhemden! Unterhemden! Oh mein Gott! Until Dawn ist ja jetzt raus, das Remake, oder? Und es gibt ja auch immer noch dieses, The Cast of Frank, schieß mich tot. Keine Ahnung, wie er heißt. Ja. 70 Euro! Nani! Die tut bitte nur so. Ich kann das komplett, ich kann das ganz, ganz hart fühlen gerade. Warte mal, ist das, man trägt das unter Hemden? Das ist das Krasseste, was ich je in meinem Leben erfahren habe. Unter Tassen! Oh, warte mal, das sind ja alles... Das sind die... Weil die unter... Unterhosen, imagine. Ich kann es voll verstehen, Alter. Wirklich, ich hatte diesen Moment auch. Tassen sind... Das ist ja voll krass. Ja, den Pullover-Moment hatte ich auch letztens. Ich war letztens so Pullover. Weil du das halt pullst over. Also über dich pullst so. Ich fand's fascinating, ehrlich. Total schlau. Also eigentlich jeder meiner Zuschauer bekommt ständig Chlamydien. Werbung. Nicht, ihr bekommt nicht Chlamydien, sondern Chlamydien-Werbung. Wie schockiert die Katze so, bitte? Entschuldigung, was? Ja, das hast du, Winnie. Nee, boah, frech, ey. Was? Entschuldigung. Was war das denn jetzt? Sie hat ja wohl mal so einen obercuten Pulli an, ey. Joker, mach das Licht leiser! Also nein. Boah, ich wäre gern Taylor Swifts Pups, dann wäre ich nämlich aus ihrem Arsch gekrochen und der ist schon nice. Es sieht so unendlich falsch aus. Können wir bitte das Mikrofon da mit reinnehmen? Das ist auch, also, ja. Oh mein Gott. Warte mal, ich wiederhole es für euch, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich wäre gern... Ach so, ich hatte schon zurückge... Also nein. Boah, ich wäre gern Taylor Swifts Pups, dann wäre ich nämlich aus ihrem Arsch gekrochen und der ist schon nice. Ich darf so eine Aussage treffen. Ich habe bei dem Konzert, während Reputation, in dem sie in diesem krassen Schlangenanzug ist, habe ich einfach die ganze, also gefühlt die Hälfte der Zeit während der Reputation-Era, habe ich die ganze Zeit auf ihren Arsch geguckt und sie steht da so und macht so den da, weißt du? Und ich war so, ich stand da hinten und war so, ha. Und ich konnte auch nicht weggucken. For real, ich konnte nicht weggucken. Es war schrecklich.
So, weil es halt genau in meinem Blick war. Es tut mir sorry, so. Ja, und der und Stroh hat aus Spaß gefragt, hast du ja auf den Arsch geguckt? Und ich war so, nein. Na, nein, das würde ich niemals tun. Ich habe ja auch nur da währenddessen. Also das Ding ist halt, es war halt original komplett in meinem Blickfeld. Das war gemein, so. Oh, scheiße, ey. Ja. Ich hätte eine Schlange angezogen. Nein. Wollt ihr mich vor dem Eingang haben, oder? Also ich glaube, wenn du auf deinem Sack spielst, kommt der Wurm von... Das stimmt nicht. Das war nicht 40% Arsch. Ganz alleine. Boah, was ist das denn heute, Leute? Es liegt an ihm. Also, it's me. Hi. I'm the problem. Me. Ein krasses Update. Alleine, dass sie jetzt dieses One-Pedal-Driving anbieten. Ah, Gott im Himmel! Du Ficker! Du, welchen Horrorfilm willst du denn drehen? Moin, schönen guten Tag. Hi. Ich bin der Robin von gerade eben. Hi. Kannst du hören, wie der Wolf heult unterm Silbermond? Und weißt du auch, warum der Luchs so grinst? Kannst du singen, wie die Stimmen in den Bergen? Kannst du malen, wie das Farbenspiel des Winds? Erde, also oh mein Gott, das war so schön. Oh mein Gott. Pocahontas, ja. Also ich gehe jetzt schön. Also entweder bestelle ich mir jetzt Udon-Nudeln oder ich esse schön... Das sah gerade voll geil aus. Warte mal kurz. Ich esse schön... Was ist denn da drauf? Das ist Leberkäse mit Ananas und Hawaii. Und was ist das in der Mitte? Was da so ein Nups... Was ist das denn für ein Nupsi, Alter? Was ist das? Ich möchte wissen, was das Nupsi ist. Ich muss das trinken. Boah, ich warte mal kurz. Ich muss mir das ab... Die Kirsche, oder es ist die Kirsche. Ich hasse die Kirsche. Die Kirsche ist widerlich. Das mache ich mit zu essen, die Tage. Oh mein Gott, ciao. Nein. Doch, bin ich schon. Runde 2! Ihr hört nichts. Wisst ihr, was das Problem ist? So fühle ich mich immer, wenn ich diesen Hype-Train-Dance mache, weil ich mir actually denke, einfach keiner, also wirklich keiner, macht so mit. Und ihr seid alle so. Ja. Ja. Nichts mehr? Oh, das ist jetzt peinlich. Nein, man hat es ja leise im Hintergrund auf dem viel zu lauten Headset gehört. Ich höre noch ganz viel. Also das ist der neue Keks, Leute. Der hat ein Herz drauf, weil er mit Liebe gemacht ist. Und Liebe möchte man mit anderen Leuten teilen. Digga, hab ich auch. Bist du dein Auge rein? Als ob, das wollte ich nicht. Ich wollte denen eigentlich mein Liebe geben. Oh mein Gott, ich habe sowas Schlimmes gerade im Kopf. Oh mein Gott, das sagen die Pornos auch immer. Ich wollte ihnen nur meine Liebe geben und sie... Oh mein Gott. Ein paar Sekunden später. Ich gucke übrigens keine Pornos. Also keine Ahnung, wie das da abläuft, weiß ich nicht. Ich habe mir sagen lassen, dass Sperma in den Augen brennt. Das wäre, warte mal, tust du das wirklich? Ich weiß es nicht. Chaddy, müsst mich jetzt mal aufklären. Was, irgendwas brennt, das brennt in den Augen? Weiß ich nicht. Warte, ich google es einfach. Stimmt, das ist voll smart. Google. Einfach wieder was gelernt heute, Chat. Wundervoll, oder? Minu kann euch nicht retten. Ihr gehört zu mir. Mir ganz allein. Bei deinem Video, genau. Essen kommt und geht, aber meine Frau gibt's nur einmal. Alter, du lädst ihr jetzt sofort Twitch auf ihrem Handy runter, machst diesen Stream auf und zeigst ihr deine Nachricht. Gott, ist das süß. Ich wäre gern deine Frau. Das ist echt schön. Geht nicht, sie ist im WoW-Raid. Oh, sie spielt WoW, verlass sie sofort. Weg mit dir. Du, das Meer ist voller schöner Fische. Sowas wie die findest du überall, an jeder Haltestelle. Fenster. Okay.
rauslehnen und sagen, es funktioniert einwandfrei, aber es funktioniert bis jetzt einwandfrei. Ich hasse mein Leben! Wow, okay, alles klar. Also hat's gemundet, alles klar. Was gab's Gutes, Antonio? Huh? Wo bist du? Einfach Narnia-Chat. Im Beton. Wahnsinn, oder? Du jetzt! Hier ist der auch. Die ist ja huge, die Trinkflasche. Ich habe auch so eine. Also ich habe auch so eine. Die sieht sogar actually sehr ähnlich aus, aber die hat nur ein Liter drin. Das ist insane. Warum hat die da eigentlich so viele Knöpfe? Und dann. Junge, du kannst einfach aus drei Sachen trinken. Vier! Du bist geil. Drei? Es ist ein Ventilator. Bingo! Ding, ding, Achtung, ding, ding, ding! Ich switche. Dahin. Okay. Gemacht. Oh. Oh nein, die kleine Maus. Hier ist eine Schnecke drin. Die ist gerade Achterbahn gefahren, Chat. Guck mal. Gott. Hier ist eine kleine Schnecke drin. Oh Gott, die lebt auch noch. Alter, Insekten sind auch einfach gefühlt Kakerlaken. Also, keine Ahnung. Och, wie wild, lausig. Die überleben alles. Ist das süß? Mal, was ist Speisekarte? Ich hätte es nicht angefasst. Speisekarte? Geil. Ja, hiermit kriegt Rätsel für Dreijährige hin. Einfach für Sechsjährige. Ha! Ich hab grad mein ganzes Glas mit Wasser aufgeschüttet auf den Boden und auf mich drauf. Der andere ist auch low. Flashbang, Fake Flash, kann einfach rein. Ich muss mal kurz Low Battery hier andingsen. Hallo Cossi, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Hallo. Oh Gott, es tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir leid. Oh Gott, es tut mir leid. Entschuldigung. So. Hab ihn? So. Du hast mit der Flash? Ich hab ihn mit der Flash-Kill! Oh mein Gott! Mit der Flash? Hat er ihn, ja, wollte gerade sagen, hat er ihn abgeworfen? Ja, wow. Ihn abgeworfen. Warum rennt der die hier draußen rum? Ach so, weil er Jäger ist. Er macht das, was Gronkh am besten kann. Muss man ihm lassen, ne? Warum ist Daddy Gronkh nackt? Ihm scheißegal, wie kalt es ist, er geht raus, knallt die Tiere ab. Danke, dass du da warst. Das ist doch nicht der scheiß Ernst, warum? Nix ist so knuffig, ja. Hallo? Stehen bleiben. Hallo? Hallo, Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mal stehen bleiben? Ich bin der Hahn. Oh nein, Cossi, das ist nicht gut für dich gedrückt und herzlich willkommen bei uns und wir machen heute auch ganz entspannt. So. Wir sehen das gleiche von vorhin nochmal. Sehr ungünstiger Moment, um anzuhalten. Nochmal Frauengulasch. Ja. Eins, du bist die Michaela, hallo! Oh nein, Chad, ich bin leider Gottes mit meinem Ärmel. Ich bin mit meinem Ärmel an dem. Oh nein. Ich kann dieses Spiel niemals spielen, Alter. Ich kann das nicht, glaube ich. Ich glaube, ich muss kotzen. Oh mein Gott, schau. Riecht schon sexy, die Schokolade, Chad. Ich bin so ein sensibler Mensch. So sensibel bin ich. Du. So sensibel. So toll. Wurde die Frau jetzt gemuttert? Ja.
Oh nein, die ist schief durchgebrochen. Was mache ich jetzt? Mein Leben ist sinnlos. Wie das volle... Mann, jetzt sind das Tastatur voll gekrümelt mit Schoki. Ach Mann, ich hasse mein Leben. Ich gehe jetzt wieder. Heute Morgen hundemüde, stell mich ins Wohnzimmer, weil da habe ich Platz. Ja. Ich finde gerade diese Boss-Tasse super. Erinnert ihr euch noch an diese Boss-Tasse, die ich hatte? Wo eine Pflanze drin war? Die habe ich mittlerweile Stefan mitgegeben und er hat sie bei sich im Büro stehen auf der Fensterbank. Die Pflanze ist jetzt the Boss. Auch schön. Ja, ich google einfach Ganzkörper-Strecken-Video, ja? Und ich gehe auf das 10 Minuten lange und es ist eine nette Dame. Das Video ist zu Ende und ich bin richtig fertig. Also mir tun die Muskeln richtig weh. Ich merke halt, wie das mich richtig beansprucht hat, das Strecken, wie sehr ich das gebraucht habe. Und das Video endet mit, ja, und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne mal unseren Kanal, auch genannt Fabulous 50. Wir haben noch ganz viele andere Workouts für Frauen über 50. Darauf sind wir spezialisiert. Und ich zähle euch nicht so, nein! Oh, Pfeifen. Ja. Achso, ich hatte heute übrigens den ersten Morgen keine Rückenschmerzen. Seit 2 Wochen. Ich war heute Morgen ein bisschen stolz. Ich hatte heute das erste Mal keine Rückenschmerzen, dann musste ich niesen und dann hatte ich wieder Rückenschmerzen. By the way. Sure thing. Okay. Alter, was passiert hier? Was ist das denn für ein Spiel? Ja, das ist halt sein dritter Arm, der ihm aus dem Bauch wächst. Kann ich verstehen, dass es weh tut. Irgendwas mit KitKat. Wendy, you had to learn a thing or two. Oh mein Gott, warum? Nein! Nein! Ich will nein! Oh mein Gott, was zur Hölle? Nein! Nein! Ich bin Batman! Ich komme euch alle retten! Digga, was zum Fick? Ich kann nicht mehr. Würdest du sie als Lehrerin haben? Junge, was ist das für ein Vieh? Bro, ich muss kurz... Hat sie Melvick gesehen? An der Decke? I'm so sorry. Entschuldigung. Oh, es tut mir wirklich leid. Oh mein Gott, ich habe nicht drüber nachgedacht. Es tut mir so leid. 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 Jetzt gucken, da ist irgend so ein Insekt reingeflogen. Oh, ist das ekelhaft. Warte mal ganz kurz. Was bist du denn? Was ist das? Das wird auch gerade nicht besser. Warum klatscht er nicht gegen die Wand? Oder, ja doch, also... Ja, das VOD kommt nach dem Stream und es wird aber unter Highlights zu sehen. Er hat so eine krasse Stimme, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Er hat eine richtig krasse Stimme, Alter. Ich bin richtig neidisch. Nee, so würde ich mich nicht gerne anhören. Aber ich finde die Stimme cool. Also er dürfte mir jeden Abend eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Grüße gehen raus an Holly AP. Okay. Weil ich muss eine Seite eine Stelle rausschneiden. Ich habe nämlich, es gab eine schwere Stelle im Krankenstation und ich habe sie geschafft und bin dann aufgestanden und bin gesprungen. Und dabei ist aber mein Genitalbereich rausgeflutscht. Ja.
Ich werde mich auf jeden Fall nicht mehr freuen. Das hoffe ich wirklich, ey. Oh mein Gott. Also vor allem, wenn du mir gute Nachtgeschichten vorliest, da freut sich übrigens niemand. Also von daher. Mein Gott. Chad, und ihr sagt, ich bin sexuell, ne? Ja, ich kann ja nur die Titten in die Kamera halten. Tut mir sorry. Es sieht einfach so aus, als ob die Katze mitlachen würde. Oh, wie süß. Oh. Was? Ich ja, find's mega toll, dass ihr alles auf den Kanal. Nein, auf einer Skala von 1 bis 10, ich sag, groß ist du das schon. Lol, wie sie sich aber auch. Alter. Krass. Heftig. Ich wäre auch kein Synchronsprecher, glaube ich. Ich würde für kein Geld der Welt Outlast spielen. Ey. Mit 10, Johnny. 10, auf einer 10. Vor allem, ich finde es so krass, ne, wie die auch so die gleiche Mimik haben. Ja, ist okay, es sind Zwillinge, die sehen auch exakt gleich aus. Also haben sie obviously auch die gleiche Mimik. Oder? Hm. Ah, sehr cute. Wir reiten geschwind. Zu unserer Frau, hoffentlich noch ohne Kind. Wir können es nicht wissen, weil beim Rausziehen sind wir beschissen. Deutschland, das Land der Dichter und Goethe. Der Dichter. Der Lichter und Goethe, der Dichter und Denker. Dankeschön, der Dichter und Denker. Ich glaube jedes Mal, Chat, ne? Ich glaube jedes Mal, desto länger SCG geht, ne? Desto mehr Gehirnzellen verliere ich. So, das ist echt schwierig. Hey, ich will keinen Ärger. Oh nein, die sind unsichtbar. Die sind unsichtbar. Schon gut. Es sind Jedis, Leute, es sind Jedi. Ich könnte dich verstehen. Scheinbar nicht. Bye. Hä? Wie mache ich das denn jetzt? Heißt das, du bist zufällig in die Lobby reingekommen, oder? Ja, ich bin zufällig in die Lobby reingekommen. Lol. Okay, du weißt gar nicht, dass wir auf Twitch live sind. Geh mal auf twitch.tv/Dr. Freud. Das sind 1000 Leute! Geil. Da müsste ich aber noch Zelt aufbauen und mein Bettzeug. Ich hab's. Also, wir halten ganz kurz fest: Wenn Baloui 300 Subs bekommt, während des Streams, den er gerade hat, muss er im Zelt schlafen. In der Kälte draußen. Oh, jetzt habe ich den aus Versehen geshoutoutet. Das ja, wäre ja schrecklich, wenn da irgendwie das Ziel voller gehen würde. Das wäre ja ganz, ganz miserabel. Ach, das bitte nicht. Der arme Mann erfriert. Alter. Programm zu schließen. Chat ist nicht so gemein. Ich muss immer noch nicht zu First Dates. Schade. Ich muss immer noch kein Grimtail spielen. Chat ist ein super Lovely. Super lovely Mensch. Chat ist sehr empathisch und liebevoll. Ja. Hallo, ich bin da. Hallo. Seht ihr mich? Also, ist so besser vielleicht? Mhm. Boah, aber hat einen Wurfarm. Du fällst dir fast neu aus der Hose. Ich habe mir das nicht um den Schniepi gebunden, falls da jetzt jemand auf blöde Gedanken kommt. Nein, niemals. Warte. Ich mach das jetzt hier rein. Nee, andersrum. Oh mein Gott, das ist beides falsch rum. Guck mal. Oh, das hat mich gerade richtig wirr gemacht. Guck mal hier. Da. Und da. Das hat...
Oh mein Gott, das ist einfach. Oh mein Gott. Oh mein. Wo wolltest du hin, Kato? Es gibt bei Party Animals jetzt ein. Das hier hinten sieht aus wie ein IKEA-Zeug. Voll geil. Mann, den Horror-Sachen ist Badezimmer immer nicht gut, irgendwie. Boah, ich wollte gerade einen dummen Witz machen, aber ich glaube, das ist nicht okay. Ich glaube, boah, puh, also. Ah, nee. Nein, sag gar nichts. Nein. Das war auf. Soll ich dir noch flink mit Klopapier vorbeischicken? Katze. So ältere Katzen sind auch süß und die sind auch wichtig. Aber so Babykatzen haben einfach nochmal so einen besonderen Touch. Alte Katzen mag ich auch, aber so Babykatzen sind schon sehr. Simba, du brauchst jetzt nicht direkt gehen. Es war nicht persönlich. Was soll denn das jetzt, Simba? Es war nicht persönlich gemeint. Also ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Sprich. I wanna get my rage on at Derby Stadium. Oh mein Gott, es. Let's es wird nicht patio. Besser. Sure could go for a Krabby Patty right now. Oh mein Gott. Come on. Quit it. Es tut mir so. Na los. Fürs. Gab's schon RTL 2, als du in der Schule warst? Natürlich. Ich gehöre aber noch zu der Generation, die Sailor Moon auf ARD geguckt hat. Da war auch das, da war das Sandmännchen bei dir auch noch mit so einem roten Umhang, ne? Liebe Genossinnen und Genossen, stehen Sie auf für das Sandmännchen. Synchronisiert vom Honecker. Also nochmal, Heidelbeere, Strawberry. Ich glaube, ich bin zu jung, um diesen Witz zu verstehen. Kiwano, Pfirsich, Apfel, Kaki, Birne, Drachenfrucht, Banane, Pomelo, Melone. Ich bin sicher, der wurde gerade davon gefickt, dass er dachte, das funktioniert. Wortwahl, Maurice Weber! Wurde unfassbar. Davon benachteiligt. Alter, könnt ihr gleich klippen. Guck keiner zu, ich breche schon mal ein, ich mach's schon mal vor. Ah, einfach ist einem, hab ich doch. Ich wusste nicht, dass das. Kann ich bitte einstellen, danke schön. Tschüss! Das wäre so ein Einbrechermoment von mir. Ich mach die Tür auf und derjenige steht einfach davor. Also das hier, das macht man nicht. Das macht man nicht. Damit einen hässlichen Willkommen zu einem neuen Stream. Ich sag Moin, Alter. Bruder, such dir bitte eine Belichtung. Oh mein Gott. Und ich sag Tschüss. Ich hab einen Einsatz. Haut rein. Geil. So, das war wundervoll. Herzlichen Glückwunsch. Das war witzig. Das war sehr witzig. Holy shit. Alles klar, Chat. Ihr solltet auf jeden Fall mal dort auf die Seite gehen, die Video eingeben, ein Däumchen nach oben verteilen und ja, außerdem dürft ihr mir gerne schreiben, was war euer Lieblingsclip? Seid ihr dieses Wochenende auf der Polaris gewesen? Weil das Video kommt am Sonntag raus. Heißt es. Und ansonsten, wie macht man eine Abmoderation? Ciao. Gebt mir einen Daumen nach oben. Liebt mich. Ah! Das warte ich unter eurer Hose. Tschüss.